Jo Leute, was geht? Heute habe ich in diesem Video wieder eine neue Info für euch und zwar zu dem nächsten Projekt, das nämlich Rockstar Games anstrebt. Wir wissen ja natürlich, dass Rockstar Games auch auf jeden Fall an GTA 6 bestimmt arbeitet und da ist halt eben nur die Frage, was erscheint denn möglicherweise noch zwischen diesem Abstand zwischen GTA 5 und GTA 6, denn das sind ja, denke ich, noch mindestens 3 Jahre, die wir auf einen weiteren Teil von GTA warten müssen und darum soll es in diesem Video einfach mal heute gehen, denn der Ex-Mitarbeiter von Rockstar Games, Danny Ross, hat nämlich in einer Reddit-Fragerunde eine mysteriöse Antwort von sich gegeben und da hat jemand dann eben sowas gefragt wie: Hey Danny, kommen wir allerdings direkt zum Punkt, was entsteht denn jetzt endlich bei Rockstar Games als nächstes? Und da hat Danny dann eben eine merkwürdige Antwort von sich gegeben und zwar: Really, Dumbass, really too. Und wenn man diesen Satz einfach mal so übersetzen würde, dann würde man den natürlich nicht verstehen. Es gibt allerdings ziemlich viele Leute, die nämlich in dieser Antwort einen Easter Egg erkannt haben und zwar, wenn man sich einfach nur die Abkürzung bzw. einfach mal die ersten Buchstaben der ersten 3 Wörter anschaut, das wäre dann RDR und die Anfangsbuchstaben RDR hatte auch einen Titel von Rockstar Games und wenn ihr genau aufgepasst habt, dann werdet ihr möglicherweise erkennen, dass es einen Titel gibt, der mit der Abkürzung RDR etwas zu tun haben könnte und zwar ist es nämlich Red Dead Redemption und dann am Ende des Posts hat er ja noch 2 geschrieben, was ein eindeutiges Indiz dafür sein könnte, dass sie möglicherweise an Red Dead Redemption 2, also an diesem Mega-Hit von Rockstar Games, dem Western-Spiel arbeiten. Wenn ihr diesen Teil noch nicht gespielt habt, dann würde ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, das zu zocken. Es ist wirklich eine komplett andere Atmosphäre. Es ist von dem Genre her vielleicht genauso wie GTA, es ist allerdings ein komplett anderes Spiel und ich finde persönlich, die GTA-Community würde sich in diesem Spiel ziemlich gut zurechtfinden. Ich habe das Spiel auch gespielt und es war persönlich nach GTA 4, als das Spiel eben erschienen ist, mein absolutes Lieblingsspiel und das könnte möglicherweise darauf hinweisen, dass Rockstar Games im Moment an Red Dead Redemption 2 arbeitet und für die Leute, die jetzt sagen, dass sie total enttäuscht sind, dass Rockstar Games einfach an dem Spiel arbeitet und nicht an GTA 6, den könnte ich auch wahrscheinlich Entwarnung geben. Das Ganze ist natürlich nur ein Gerücht und dieser Post ist ja wahrscheinlich keine eindeutige Ankündigung von Red Dead Redemption 2 und sollten sie an Red Dead Redemption 2 arbeiten, dann bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass sie auch zeitgleich an weiteren GTA-Teilen arbeiten werden. Aber wie gesagt, es könnte natürlich noch 3 Jahre dauern, bis ein neuer GTA-Teil rauskommen könnte und bis dahin könnte es natürlich auch sein, dass dazwischen noch Red Dead Redemption 2 erscheinen könnte und das Spiel ist wirklich verdammt geil gewesen. Also wenn ihr es noch nicht gespielt habt, dann zockt es einfach mal, das war wirklich ein verdammt geiles Spiel von Rockstar Games. Aber wie gesagt, mich interessiert natürlich eure Meinung zu diesem Post von Danny Ross. Denkt ihr, das Ganze ist schon ein Indiz auf den Nachfolger von Red Dead Redemption oder ist das Ganze einfach nur Schwachsinn, was er da geschrieben hat? Schreibt eure Meinung einfach direkt in die Kommentare und ich würde einfach mal sagen, das war's noch schon von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über jeden Daumen nach oben sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ciao!